Und damit willkommen zurück zu Hand of Fate. Wir stehen jetzt hier vor dem Endboss und ich werde ihn jetzt fertig machen. Hallo? Knochenbube. The undead. Of all the players in the game, these are the most dangerous in the world, yet in no natural form. A wrongness, an error, cheating. Dieser hartnäckige Untote lässt sich ungewöhnlich schwer zur ewigen Ruhe betten. Neben seiner unglaublichen Stärke besitzt dieses Skelett die Macht, vor kurzem besiegte Skelette in seiner unmittelbaren Nähe wieder auferstehen zu lassen. Diese unheiligen Abscheulichkeiten dienen als Hauptmänner für Truppen nieder... Skelette unterfüllen... Was? Niederskelette? Unterfüllen die Herzen aller warmblütigen Völker mit Grauen. Denn bis dieser Unhold besiegt ist, ist die Zahl ihrer Legion im Grunde endlos. Das hört sich gut an. Ich möchte dieses Token haben. Ich weiß zwar nicht, was es zu bedeuten hat, aber wir nehmen es mal mit. So. Der verdammte Knochenbube geht in die Knie heute, hoffentlich. Gucken wir mal. Schädelbube. Ach so, naja gut. Jetzt heißt es auf einmal anders. Ist schon okay. Söldnervertrag. Shots from rifles cannot be deflected. You would be better to avoid them. Are you ever? Du bist gut. Okay, wir müssen aufpassen, die Roten sind gefährlich. Warte mal, machen wir mal das hier. Autsch. Das war nicht so gut. Ah! Die blöden Gewehrtypen müssen weg. Sag mal, brenne ich oder was? Ah! Warte mal, ich versuche jetzt mal das hier. Ohne Mist. Nee, doch nicht. Warum heben die immer diese Gewehre auf? Ich hasse sie. Verdammte Franzosen. Ah. Verdammtes. Okay, warte mal, wir haben es gleich geschafft. Wir müssen diesen blöden Skelettmann umbringen. Los, los, los! Scheiße. Okay, warte mal, das funktioniert so nicht. Verdammt, der Knochenbube ist down. Denke ich, ist er tot? Okay, wir haben das alles unter Kontrolle. Warte mal, bevor ich dich jetzt umbringe, will ich erstmal alles einsammeln, denn hier liegt doch einiges rum. Da noch? Nee. Hier. Ein bisschen Geld. Okay, dein Kopf ist ab. Irgendwie war es das, ja? ja. Auf Wiedersehen. Oh, diese Karte, sie blendet mich. Ich nehme sie mit. Well done indeed. But you have roused the dead in their dusty tombs, and even I cannot say what will come of it. Now our wager becomes more interesting. Will the tools you've earned suffice to address the challenges I pose? That is the question, is it not? Jetzt habe ich gewartet, bis er zu Ende quatscht, aber das dauert ja ewig. Mütze des Fledderers. Das hört sich gut an. Also ist das jetzt, ja. Zwei Karten, Keule und Keule. Zwei Keulen, Keule. Na gut. Heilende Zeit, Kobolde. Kobolde. Die waren ganz cool. Was haben wir hier? Schatztruhe. Das ist gut. Mann, wir haben echt viele Tokens. Eine Teufelswette. Gut, die letzten zwei. Was ist das? Der Feuertiegel. Staubdame. Hilfreicher Priester und Wüstensturm. Okay.
Das sind doch alles Dinge, die ich mag. Helm des Abschmetterns, geil. Zehrende Scham. Engelsflügel. Frosthauer. Gut. Shall we deal again? Another round. And our game truly begins. Ja, jetzt fängt es erst richtig an. Story-Modus. Mm. Gut, wir haben jetzt die Staubdame vor uns. Die Staubdame, ja. Mm, hallo, willkommen. Geldsäcke. Im Kampf wird die Bewegungsgeschwindigkeit des Spielers dadurch reduziert, wie viel Gold er besitzt. Na gut. Soll mich nicht stören. Deckassistent. No, she took up arms, organized her people and vowed that in a country where death had gathered, she would be the one dealing it. Ich verstehe schon. Wir gucken mal kurz, was wir hier alles neu haben. Des Teufels Wahl werde ich mal ersetzen mit Fluss. Wir wissen nicht, was das ist. Ist ja irgendwie Halle des Toten Königs? Nee. Hinterhalt wollen wir auch nicht mehr. Wir nehmen uns stattdessen den Wüstensturm und eine Teufelswette. Genau, das sind die neuen. Kenne ich das schon? Nein, diese Karte ist neu. Okay, und die alten waren halt die Maid. Die Maid, ich weiß ja nicht. Die Maid will ich nicht unbedingt haben. Was haben wir hier oben noch? Hinterhalt, Totmannsschlucht. Nee, ich denke, das können wir so lassen. Gut. Nächstes Abenteuer, Staubdame, Spiel starten. Now we play for the cup. The first of my symbols. Der Kelch. Das erste Symbol. Schön, was du da alles so reinmachst. Finde ich echt gut, Mann. Jetzt wird wieder äußerst kompliziert ausgeteilt. Dauert ein bisschen. Er hat seine Techniken. Die hinterfragen wir nicht. Warte mal, wir haben hier. In addition to the pain and gain decks, there are now blessings and curses. Choose your steps carefully. Wieso kann ich denn diese rostige Axt nicht umändern, hä? Warum geht denn das nicht? Ja, verdammt! Okay, gut. Erste Karte. Kobolde. Nein. Goblins. I do love goblins. Ja. Truly, I haven't seen their like in years. Wir werden mal sehen, was sie uns diesmal geklaut haben. So, ihr blöden Säcke, ich hab nur eine Axt. Kommt her! Immer auf den Kopf! Okay, der ist tot für immer. Mit Fallen. Komm schon! Kombos! Bam! Ich hasse dich! Okay. Der letzte. Die tun mir schon irgendwie ein bisschen leid. Verdammt! Gut. Man sieht gar nichts. Der Baum war im Weg. Beziehungsweise das Geäst. Na, sag an, du, hä? Das hätten wir. Was ist das? Gewundene Schlucht. Schon wieder so eine Waffe holen, hoffentlich. Ist es diese Frostwaffe, die neue? Die wir uns letztens ergattern konnten? Das wäre schön. Ich habe nicht aufgepasst. So, da. Erfolg. Gut. Was ist das für eine Waffenkarte? Komm schon, bitte. Zeig mir die Waffenkarte. Nein. Ja, der Frosthauer. Gut. Sehr schön. Ach, siehst du, jetzt verstehe ich das Prinzip. Wir müssen uns quasi für jeden Gegner erstmal neu ausrüsten. Und das heißt, wir müssen die entsprechenden Karten erstmal finden. Nein, wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich eine Karte ausgelassen. Ach, verdammt. This game is still only beginning. New rules, new tools, new abilities. We have far to go as yet. Dann will ich ein längeres Leben, denn ich habe kein Schild. Wie du wünschst, spricht Marit mit einem Wink ihrer Hand. Ein Lichtschein von deiner Haut. Was ist das denn? Also ganz ehrlich, ne? Manchmal. Was zieht die denn da? Hallo? Was? Hallo? Oh. 5, okay.
Das ist doch mal was. Immerhin. Nächste Karte. Reisender Heiler. Nee. Was macht denn der so? In einem schattigen Hain abseits einer... Ich gehe mal zum Laden. Vielleicht hat er ein Schild. Was hast du zu bieten? Was hast du zu bieten? Vielleicht ein billigen Schild. Oder ein Billigär-Schild? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben hier Flüche entfernen, Gegenstand kaufen, Wunden heilen. Warum kann ich hier nichts kaufen? Freunde, das ist ja furchtbar. Wir können nichts tun. Weg hier. Ja. Wir haben genug Ration, wir haben genug von allem. Wir können uns quasi entspannen. Was ist das? Hilfreicher Priester, das kennen wir noch nicht. Du triffst einen wandernden Priester, der dich freundlich begrüßt. Für einen kleinen Teil deiner Vorräte kann ich dich im Namen der alten Götter segnen. Die Hälfte meiner Ration, dann habe ich nur noch 4. Das ist ja wohl... komm schon. Machen wir's. Enormer Erfolg. Ha! Choose from these options. Enormer Erfolg. Was heißt das? Er rezitiert mehrere Minuten lang in der Sprache der alten Religion und berührt dann sanft deine Stirn. Es ist vollbracht. 2 Segenskarten. Cool, Segen des Scharfrichters. Blessings will remain always active and are never removed. Unless you die, of course. Then you're back where you began, as always. Das ist geil. Das sind geile Segen. Da freue ich mich. Vielen Dank auch, alter Priester. Du bist toll. So. Warte mal, wir haben noch 3 Rationen. Aufdecken. Mitfahrgelegenheit. Moment mal kurz. Du hast einen freundlichen Händler gefunden, der bereit ist, dich auf seinem Wagen mitzunehmen. Schön, schön. Warte mal kurz, geh rum. Warte mal, wir haben noch 3 Rationen. 2... Ja, wir müssen kurz mal gucken, ob der reisende Heiler uns nicht kurz mal ein bisschen was verkaufen kann. Ration, meine ich? Hä? Damit wir jetzt auch besser vorankommen. Nun komm schon, gib mir deine Rationen. Kaufen. 1, 11, 18, 5 Rationen, okay. Nehmen wir uns alles mit. Nicht genügend Gold, 11. 4. Nehmen wir uns mit. Gut. Auf der anderen Seite war das irgendwie ein bisschen dämlich, denn ich habe gerade 3 Rationen quasi verbraucht. Mist. Na gut, macht nichts. 5 Rationen, wenn man so will. Ich fahre mit. Du lässt dich auf den nächsten Teil deines Abenteuers ein. Ja. You do not seem to have the temperament for friends, even in the animal kingdom. Eine Schatztruhe. Ich habe nicht mal Freunde im Tierreich, willst du mich verarschen? Ich bin super beliebt. Während du ein Verlies erkundest, siehst du eine Schatztruhe am anderen Ende einer Halle. Nähere dich der Schatztruhe. Fehlschlag. Okay, warte mal. Die ersten beiden. Okay, das ist alles nur random. Erfolg. Gut. In der Halle ist kein Ton zu hören, als du dich vorwärts begibst. Du näherst dich der Schatztruhe. As you plunder the secrets of your memories, you'll gain new cards. Some you'll wish you'd left untouched. Okay, die Schatztruhe sieht mitgenommen, aber noch unberührt aus. Welche Schätze mag sie bergen? Versuche sie aufzustemmen. Erfolg, Fehlschlag. Okay. Ja, das ist wieder so 1. Erfolg. Supi. Nach einem mächtigen Zug gibt das Schloss nach und die Beute ist dein. Der Geber zieht dir 4 Gewinnkarten. Das ist doch mal geil. 25 Gold, toll. A little gold to give you a taste. 25 Gold. 15 Gold, wir können uns so viel kaufen. Toll, ich habe so viel Gold. Schön, das ist mein Token. Was gibt es hier? Herr Leo, ich will mein Schild, Mann. So, gib ihm... Warte mal, 20 Gold kann ich ihm mal geben, hallo? Er vergisst alles um sich herum und fängt an, die Goldstücke, die du vor ihm ausbreitest, hin und her zu schieben und zu zählen. Er lässt sich Zeit und beginnt dann, die Goldstücke eins nach dem anderen in seinen Mund zu stecken und herunterzuschlucken. Dann sehen wir doch mal, was ich für dich habe. Dann klopft er mit seinem Stock irgendwo drauf. Aha, ein Schild. Okay. Das ist in Ordnung. Now you can counter opponents, if your timing is right. Ja, das weiß ich doch.
Was haben wir hier? Fluss. Running water protects against many things. Ooh, yeah. Generally though, it's just a pain to get past. Das kann wohl sein. Dein Weg wird von einem Fluss durchkreuzt. Das Wasser ist klar, doch die Strömung stark. Versuche den Fluss zu durchqueren. Natürlich. Muss ich doch. Enormer Erfolg, viel Schlag. Warte mal kurz. Okay. Das ist alles nur random. Ich habe keine Ahnung. Hä? Enormer Erfolg. Ich bin so super. Deine leichte Rüstung macht das Durchqueren des Flusses leicht und du hältst an, um nach einigen glänzenden Steinen im Flussbett zu tauchen, die vielleicht ein paar Münzen einbringen. Eine Gewinnkarte. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? 25 Gold und damit haben wir die Ausgaben von Herr Leo wieder drin. Well done. Als du am anderen Ufer ankommst, stellst du fest, dass eine der Steine... Mist. Es war wohl ein super toller Stein. Was haben wir hier? Ruf nach dem Priester. In einem schattigen Hain. Bla bla bla. Gehe zum Laden. Die müssen doch irgendwas für mich haben. Waffen und so. Oder einen besseren Schild. Wunden heilen, Gegenstand verkaufen, Segen kaufen. Wille der Götter. Selbstgerecht. Okay. Helfende Hand, Schutzengel. Nach der Wahl deiner ersten Chancenkarte darfst du die Karte zurücklegen und, nachdem gemischt wurde, neu ziehen. Ich bin dafür. Bei jedem Treffer teilt der Spieler 2 mehr Schaden pro erhaltenem Segen aus. Mhm. Das ist gut. So. Mehr Rationen. Für den Weg. Für unterwegs. Komm schon. 18. Ich habe genug Gold. Und nochmal. Nicht genügend Gold? Was? Ich habe nur noch 6 Gold. Ah, der Segen war zu teuer. Okay, reicht er erstmal. Vielen Dank, weiser, reisender Händler. Die nächste Karte. Was gibt es? Treppen! Head downwards, if you dare. Ich wage mich, you are close on her trail, hinunterzusteigen. And more confident than I had imagined. Perhaps you will play beyond this mark, and we will see your true metal. A terrifying walk to get to the queen. So many potential places for an assailant to get the upper hand. Während du nahe der Küste unterwegs bist, hörst du über dir ein Poltern. Fallende Steine zwingen dich, in Deckung zu gehen, Deckung zu suchen. Ich versuche mal auszuweichen. Fehlschlag, Fehlschlag, enormer Fehlschlag. Scheiße. Okay, das ist keine gute Karte. Okay, immerhin nur ein Fehlschlag. Während du fliehst, wirst du von mehreren Steinen getroffen. Eine Verlustkarte. Oh no! Ouch. Gerade als du denkst, es ist vorbei, wirst du von einem großen Stein bewusstlos geschlagen, der deinen ungeschützten Kopf trifft. Ein guter Krieger hat stets einen Helm dabei. Dies wird dir klar, als du Stunden später mit weniger Vorräten an deinem Beutel aufwachst. Alter, Steinschlag? Okay, 0 Gold. Mhm, das ist gut. Oh nee. Again, the stones tumble upon you. Na gut. Wir haben eine Chance, ja? Wir haben eine Chance, das irgendwie zu überstehen. Okay. Okay. Nein. Okay, ich werde von zahlreichen Steinen getroffen. Okay, 5. Mhm. Und nochmal 5, super. Oh dear. Es ist noch nicht vorbei. Doch, es ist vorbei. Es ist vorbei. Gut, was haben wir hier? Räuberangriff, toll. Bandits, eh? Make an enemy of one, and you've made an enemy of all. One can't help but admire their single-mindedness. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich das so gut finde. So, ihr blöden Säcke. Ich zerhäcksel euch jetzt einfach. Ihr habt nichts zu melden. Ihr habt echt nichts zu melden. Ich bin jetzt so in Rage. Ohne Mist. Der Steinschlag hat mich wütend gemacht. Oh, ich bin tot. Oh. So sieht's aus. Okay, noch 2 Karten. Komm schon. Zwischen den Leichen. Bla. 15 Gold. Nächste Karte. An accident.
Alter! Was soll denn das? Steinschlag! Okay, die linke Karte. Beobachte sie. Ah, okay, ich habe sie verloren. Mist! 5 maximale Gesundheit. Oh, schön! Eine Ration weniger. Ich habe keine Ration mehr. 3 Gold. Ich habe kein Gold mehr. Doch, ein bisschen Gold habe ich noch. Letzte Karte. The deeper you go, the greater the risk of starvation. Noble causes turn to rotten enterprise. You may win this battle and send the queen to her rightful end. Yet, what have you gained in the process? Ich habe nichts gewonnen, das ist klar. Diese Wüstenkönigin ist im Kampf tödlicher und schwerer zu töten als ein normaler Räuber. Ihre Klingen sind scharf und sie wird häufig von einer mächtigen Armbrust geschützt. Ich musste aufstoßen. Okay, Moment. Die Königin der Räuber wurde als Kind von Sklavenhändlern entführt und in der Wüste aufgezogen, großgezogen. Im Lauf der Jahre hat sie mit Hilfe von Bestechung und Mord den Rang des zweiten Befehlshabers der Wüstendiebe erlangt und sich als kompetent und gnadenlos erwiesen. Let us stake a token on their foolishness. Gut, normalerweise würde ich jetzt einen Cut machen, aber da es sich hier um die letzte Folge handelt, werde ich mich jetzt der Staubdame stellen und mal sehen, ob wir sie klein kriegen, bitte. Das kann doch wohl nicht angehen. Hauptsache kein Steinschlag mehr. 2 Staub. 2 Gegner und sie. Okay, das ist ja wohl ein Witz. Hey du, ich bin die Staubdame. Ich habe eine Armbrust. Oh, wow. Das ist mies. Okay, wir müssen ausweichen. Mist! Okay, wir müssen echt aufpassen jetzt, ohne Scheiß. Warte mal. Natürlich, natürlich. Also wirklich, das ist echt... Ich hätte sie blocken können. Ja, Staubdame. Ist ja gut. Was ist denn LB? Okay. Das kann sich... Das ist cool. Warte mal, kann ich diese komische Armbrust ausschalten? Toll. Warte mal, wir kämpfen hier hinten. Staubdame! Du bist ganz schön slow-mo. Das ging daneben. Du bist tot. Okay, Armbrust. Die muss noch down gehen. Ich habe noch 53 live. Stirb. Komm schon. Yeah. Okay, warte mal. Schild? Okay. Gut, wir haben es geschafft. Staubdame ist down. Was bekommen wir jetzt dafür? Eine Karte! Gut. Inevitable, I suppose. So often those who beat plowshare to sword die by the grim instruments of their industry. Der Pokal. Still, she fought well and bravely, which is all I expect from my pawns and players. Okay, cool. Das sind also die Perks, die wir erhalten für die erste Runde. Super. Alles besser, alles toll. Mach zu. You have earned the first of the symbols of my power and passed the first gate. There is no turning back now. Previously I was merciful, but now I cannot be. It is begun. I crafted each of these cards over the course of years. You have taken them from me in mere moments. So sieht's aus, du. Ich bin halt super, aber ich muss echt sagen, es wird langsam echt ein bisschen schwerer. Narrengold, yeah. Was auch immer das ist. Schauen wir uns die letzten Karten an. Ring des Überlebens. Zeig mir, was du zu bieten hast. Pestbube. Held von Funkenheim. Zirkus des Teufels. Und schlafend im Wald. Und das letzte.
flinke Manschetten, Rüstung der Kälte und riesiger Hammer. Nice. Sehr schön. Come. Play again. Ich spiele noch einmal, eventuell, wenn ihr es denn wollt, denn wir sind jetzt hier in der dritten Episode, sie ist vorbei, wir haben quasi die erste Runde erfolgreich überstanden und jetzt liegt es quasi an dir, ne, zu entscheiden, ob es weitergeht. Ich muss heute die ganze Zeit aufstoßen, Mann, ey. Also, schreib's in die Kommentare, es ist auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Spiel und ich würde gern weitermachen, ja, wenn die Resonanz da ist, dann geht's jetzt hier auch weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!